Und auf Schwäbisch sag ich mal, jetzt wissen wir auch gleich, wo Kreuzle machen müssen nächsten Sonntag. Gell? Aber wir machen ja natürlich keine Wahlwerbung. Es gibt übrigens einen Punkt, in dem wir mit dem Vorstandsvorsitzenden der DB AG übereinstimmen. Herr Lutz hat vor einigen Monaten gesagt, sein großes Interesse wäre, Stuttgart 21 so schnell wie möglich zu Ende zu bringen. Und genau das finden wir ausgezeichnet. Ich glaube, wir haben zwar eine andere Vorstellung, aber auch wir wollen es zu Ende bringen. Und der Peter Müller hat da eine Dokumentation, die er jetzt dem Verkehrsministerium überreichen will. Und da sind nochmal alle wesentlichen Kritikpunkte zusammengefasst. Also bitte Richtung Verkehrsministerium Marsch. Aber nur der Peter und ich weiß nicht, wer da noch mitkommt. Eisenhardt, gut. Nicht, dass der Herr Dobrindt noch glaubt, wir wollen ihn persönlich besuchen. Soweit wollen wir es lieber nicht treiben. Also, ich wenigstens nicht. Ja. Wir werden jetzt als nächstes Karin Neumann von den Weltrettern hören. Sie ist mit mehreren anderen Weltrettern, die stehen hier mit ihren T-Shirts neben dem Dobrindt-Kopf, ja, neben mir. Und sie wird jetzt nochmal kurz erklären, was es mit dem Fehmarnbelt und mit der Rettung des Belts auf sich hat. Bitte, Karin. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und danke, dass wir hier heute dabei sein dürfen, dass ihr das so organisiert habt. Ich komme von der Ostsee, von der schönen, wo viele Gäste Urlaub machen und kaum jemand weiß, wie bedroht eigentlich unsere Ostsee ist. Sie ist bedroht durch Sauerstoffmangel und jetzt auch bedroht durch ein unsinniges Verkehrsprojekt, die feste Fehmarn-Belt-Querung. Hierfür sollen 18 Kilometer die Ostsee grausam ausgebaggert und aufgerissen werden, um dort Tunnelelemente zu versenken. Dazu kommt eine Hinterlandanbindung, wo Güterzüge im Minutentakt durch die schönsten Urlaubsgebiete Ostholsteins rasen sollen. Und die blauen Kreuze stehen inzwischen überall in unserem Bundesland und zeigen einfach unseren Widerstand. Denn wir sind absolut dagegen, dass unsere schöne Umwelt, unsere schöne Natur, die Ostsee, die Schweinswale, die letzten, die dort leben, zerstört werden. Und darum kämpfen wir gegen die feste Fehmarn-Belt-Querung. Und im Gegensatz zu Stuttgart ist hier noch nicht gebaut worden. Und das wird auch noch eine Weile dauern, bis es überhaupt zu einem Baustart, wenn kommt. Und darum danken wir für die Unterstützung, denn diese feste Fehmarn-Belt-Querung darf niemals gebaut werden. Viele Existenzen stehen hier auf dem Spiel. Dankeschön. Vielen Dank, das unterstützt.